Hallöchen, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So. So, Emote wieder weg. Wir kennen das ja. So, wir befinden uns im zentralen Tanalan. Und zwar werden wir ein bisschen hier die Monsterplatten haben, die uns im Bestiarium noch fehlen. Zum Beispiel Treibeameisenwache. Aber wir werden auch... Mann, mit Hals. Wir werden uns jetzt auch die Gruppe für Sastasha suchen. 12 Minuten brauchen wir, okay. Hat jetzt eingestellt für alle... Ne, hier, siehst du mal. Ich muss es für alle Sprachen einstellen. Das dauert tatsächlich erst recht lange. So. Ich glaube, ich nehme mal Japanisch. Ach komm, Englisch geht ja so. Teilnehmen. 11 Minuten. Ein weniger, alles klar. So, wir werden heute Sastasha machen. Weil... Kohlenstaub. Kakteenmulde. Hier ist es. Okay. Weil... mal meinen Hals. Weil... Wir müssen das ja machen. Wir müssen ja diese Quest ja jetzt machen, ne? Um Sastasha. Und währenddessen suchen wir natürlich entsprechend die Mobs, die Gegner. Für unser Bestiarium. So. Sind immer noch knapp bei Kasse. wie bereits gesagt, ich bin zurückgeritten. Mit dem Schokobo und jetzt laufen wir zu Fuß. Das ist einfach traurig. Was? Das Bergen der Seelen? Okay. Es ist einfach krass, was für Geldprobleme ich hier habe. Ey, das ist so... Hä? So, jedenfalls, tja. Werden wir wohl ein bisschen zu Fuß mehr reisen müssen und so. Wenn es so weitergeht. So. Ich verkaufe mal unser Dings hier. Weil ohne Geld können wir uns nicht großartig weiter dingsen hier, weiter teleportieren. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich, Leute. Ach, hier ist auch schon wieder so ein Jagdziel Oviang. Genau, das hatte ich ja vergessen, das letzte Mal zu erklären. Ne? Also Jagdziele sind Monster, die auf der Jagdtafel abgebildet sind. Die Jagdtafel ist... Gibt es hier auch nur die Arbeit oder gibt es auch was anderes? Die Jagdtafel ist vom Jagdclan, das heißt, da kann man einen Auftrag annehmen, jagt dieses Monster und dann versucht man das, kann man das versuchen zu besiegen. So. Nestkommandant. Okay. Dum, 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 dum. Da, 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 da. Nice Musik. Genau, hier ist auch eine Instanz, also ein Dungeon. Können wir aber bis jetzt noch nicht aktivieren, weil wir vom Level noch nicht so gut sind. So. Bams. Na. Falscher Knopf. Da, 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 da. Oh. So, perfekt. Gibt es im zentralen Tanalana noch was? Östlich, östlich, östlich. Okay, wir müssen ins Östliche. Da. Nein, gehen wir mal zurück. So, ich muss ehrlich sagen, ich habe aber bis jetzt noch nie eins von diesen Jagdplan-Dingern gemacht. Also diesen Jagdquests oder so, also diese Jagdziele. Irgendwie mal gucken. Irgendwie mich mal damit beschäftigen. So. So, ich gehe jetzt mal auf Autolauf. Ich habe mich vergessen. Was zu trinken zu nehmen. Mann! Natürlich fällt das einen runter, wenn man das während einer Aufnahme macht, ne? Verdammter Käse, ey. Strecken! Die.
gezogen. Laufe ich richtig? Ja, wir müssen jetzt einmal rumlaufen zum Dings. So, ja, im Östlichen müssen wir dann alles zusammensammeln, ne? An Gegnern, die wir da haben. Tja, wenn man Sachen während einer Aufnahme machen möchte, dann geht's meistens schief. So. Bam, bam. Ach guck mal, da ist eine Monsterkröte erschienen. Da sieht man aber allerdings so, dieses Schnellreisen. Ne? Dieses Schnellreisen wurde ja irgendwann mal implementiert, damit die Leute nicht immer so, oh, jetzt muss ich da wieder zurücklaufen, oh, jetzt muss ich da zurücklaufen. Nee. Wurde ja das Schnellreisen implementiert. Und ich kann es ja nachempfinden. Also ganz ehrlich, ich kann es ja nachempfinden, dass das gemacht wurde. Weil es ist wirklich nervig, wenn du dann von A nach B nach C und dann wieder zurück nach A musst und dieses. Es ist einfach den Leuten einfach alles. Aber. Aber. Es ist doch irgendwie so. Weil. Nehmen wir zum Beispiel Skyrim, ja? Skyrim hat ja nun mal seine Welt. So. Und. Und da passiert ja, egal, also auch wenn du einen alten Weg langläufst oder so weiter, kann da ja was urplötzlich was anderes passieren, als das, was auf dem Hinweg passiert ist. Ja? Und das verpasst man halt einfach, wenn man dann die ganze Zeit nur Schnellreisen benutzt. So, jetzt holen wir hier uns natürlich mal kurz den. Ach, haben wir schon. Ach, waren wir hier schon? Okay. Das war mir nicht bewusst, dass wir hier schon waren. So, was brauchen wir denn? Myotagos-Geist. Ein Knochenbleich. Ja, ich denke mal, da sind wir wohl jetzt, ne? Ja. Oh, toll, ein Knochenbleich. Weißt du, das ganze Ding ist riesig. Warum immer aus dem Hals stecken bleibt, wenn man was aufnehmen will? Das ist so, hä? Hey. So. Arsli gespawnt. So. Und noch den hier. Und da oben die auf den nächsten beiden. So, dann haben wir die auch. Weil das Problem wird sein, wenn wir jetzt das Tascha gemacht haben, landen wir, glaube ich, direkt auch wieder vor Tascha, also vor der Höhle. Wegen der Quest. Das heißt, wir sind dann nicht mehr hier und können die Jagd nicht mehr weitermachen. So. Das waren die Aasfliegen. Sehr gut. So, Erdhexagon, da haben wir. Da, Myotagos-Geist. Hey! So. Der Bock zählt da nicht zu. Aber profitiere ich da nicht auf den Bock, wenn ich das Geist angreife? Nö. Interessiert das nicht. Okay. Ich finde ja manchmal so Monsterfamilien, also das hast du hier in Final Fantasy 14 nicht. Aber das hast du zum Beispiel in WoW. Wenn du da zum Beispiel du hast da so eine Mammutfamilie. Also Mama, Papa und dann laufen da die beiden Geschwister noch rum und du greifst eins der Mammutkälber an. Und wenn die ganze Familie auf dich losgeht. Bam.
Sehr gut. Das war der Geist. Jetzt Randale-Imp. Ist auch ein Köln-Ding. Ich glaube sogar, ich weiß, wo die sind. War das da? Nee, das war oben Richtung Dingswasser. Das war da oben. Der Randale-Imp. Tap, 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 tap. Ach ja. Hat auch einen Anblick, ne? Das Ding da. So. Dahin, ich sehe sie schon. Die Randale-Impe. Achso, nur weil da 11 Minuten steht, hat es nicht in 11 Minuten eingeladen werden, ne? In Sastasha. Wollte ich nur mal vorweg sagen. Das ist durchschnittliche Wartezeit. Warum? Da kommt natürlich die Frage, warum habe ich bei Sestasha nur auf Deutsch und Englisch gestellt? So. Habe ich was gegen Japaner und Franzosen? Allgemein nein. So. Bei Japanischen ist das Problem einfach, ich verstehe sie nicht. Viele Japaner hier im Spiel, also zumindest die ich jetzt so getroffen habe in Dungeons, die haben sich absolut, also die haben kein Englisch geredet. Gar nicht. Nie und gar nicht. Und da ist es schwer, sich zu, also zu kommunizieren, wenn man was ist. Und ja, mit Franzosen habe ich das Problem, die reden gar nicht mit dir. Die beachten dich nicht. Da hast du da mal so einen Tank dabei, der vergisst seinen Buff, mit dem er Aggro hält, also die, den Gegner auf sich behält, dass er immer nur ihn angreift. Hält den, lässt den aus. Denkst du, ja, okay, gut. Sprichst den an, hey du, hier, dein Buff ist weg. Kannst du den mal verbessern, dann wieder nachbessern, weil sonst Probleme und so. Ne? Was passiert? Nichts. Er macht ihn nicht an, sagt nichts. Du sagst das im normalen Gruppenchat. Du sagst das im Say, weil es kann ja sein, dass er den Gruppenchat aus hat. Gibt's ja auch manche. Auch nichts. So. Dann flüsterst du den sogar noch an. So, hey, blablabla. Ich bin natürlich erstmal auf Englisch. Versuchst es dann sogar noch auf Französisch. Und es passiert nichts. Gar nichts. So. Natürlich kann man jetzt sagen, so, oh, das kann ein Anfänger sein oder so. Ich würde mal ehrlich, also ich bin mal so blauäugig und sage, wenn jemand ein Anfänger hier ist und die Tank spielt, ich meine, ich hatte das auch meine erste Klasse, die ich hier gespielt habe, war auch Paladin, Gladiator-Paladin gewesen, ja? Das sind immer die Tanks und so. Dann, wenn mir dann jemand so einen Rat gibt, von wegen, hey du, hier, da, dies und das, dann sage ich so, oh, ja, okay, mache ich, versuche ich mal oder so. Aber ich ignoriere die Leute doch nicht komplett und mache einfach weiter. Ich meine, das ist ja nicht mal was Böses, wenn dich ja jemand so ganz freudig an, so ganz freundlich sogar anschreibt, so hey, du kannst das und das machen. Totenweber. Mist, ich hab gedacht, jetzt hier sind die Monster, die ich jetzt da brauche. Leiche. Ah, sind sie sogar. Ja, jetzt hält natürlich das Ding hier auf, ne? Na gut. Ab nach Sastasha. Jetzt wird uns die Gruppe natürlich ein bisschen hassen, weil wir werden uns natürlich die ganzen Sequenzen angucken. So leid es mir tut. Ist ja nicht böse gemeint, aber es ist ein Let's Play hier, Leute. Sastasha. Wusch. Da sind wir auch schon mit unserer Gruppe. So, hallo. Sorry. Hallo Baby Doll und Shadow Fox. Shadow Fox ist sogar von unserem Server. Ja, man kommt natürlich auch hier mit anderen Spielern aus anderen Servergruppe zusammen, ne? So. Hallo ihr netten lieben Leute, was haben wir denn dabei? Wir haben ein
ein Marodeur dabei. Das ist ein der mit Axt kämpft, also mit so einer großen Axt. Dann haben wir als Heiler haben wir einen weißen Hai dabei. Halt für weiße Magie. Und das andere ist ein Traumatur. Also ein schwarzen Hai oder was. Baby Boy. Und wie ihr seht, die sind alle ganz noch. Ja, das habe ich nur bei den Tonbeckerleiter machen. Das ist ja Pause hier. Also, das ist laut. Das ist sehr laut. Da jetzt neben unseren Angriffen auch noch die anderen zu kommen. Ich weiß, man kann das ausschalten. Dass die Angriffe der anderen nicht so laut sind wie die eigenen. Beziehungsweise, ja, doch, richtig, war richtig. Mokia und Shadow Folks. Shadow Folks. Wir können sogar nachgucken, woher die kommen. Hier, und die Sprachen. Englisch, Deutsch. Mokian ist sogar Deutsch. Aus welchem Server kommt die denn? Zodia. Mokian ist sogar eine Deutsche. Also, sie spricht Deutsch. Dieses Unterstrichene, obwohl, doch, ist Deutsch. Weil dieses Unterstrichene, was wir da, wenn, also ich zeig euch das mal hier. Zum Beispiel hier, bei uns ist das D unterstrichen. Bedeutet, dass wir aus Deutschland stammen. Das andere sind die Sprachen, die wir angeblich sprechen oder auch nutzen können. So. Und das hätte man, wo die Leute auch herkommen. Wir haben also zwei Leute, die Englisch sprechen dabei. Heißt halt aus dem englischen Raum. Also nicht, muss nicht nur England sein, ist natürlich auch Amerika und so. Ich glaube aber auch alles so jetzt außerhalb. So. Darüber weiß ich schon gar nicht, wenn da zum Beispiel ein Spieler aus Indien kommt. Wie wird der gelistet? Wird er auch im Englischen gelistet? Müsste, ne? Oder Japanischen. Ja. So. Also warum muss man den. Warum muss man solchen Inhalt mit anderen Leuten zusammen machen? Das Problem ist, dass alle Gegner hier Elite-Gegner sind. Das heißt, die hauen richtig böse drauf. So. Von alleine würde man jetzt wirklich kommen, wenn wir jetzt schon, keine Ahnung, Level 50 oder so wäre. Und für die, die sich jetzt nicht komplett damit auskennen oder so weiter, weil die noch nie ein MMO gespielt haben und hatten, glaube ich, hätte unsere Magierin hier. Erkläre ich mal ganz grob, wer was hier macht. So, also als erstes haben wir ja Shadow Fox. Shadow Fox ist unser Tank. Das bedeutet, der zieht die ganzen Angriffe der Gegner auf sich. Das heißt, im besten Fall klopfen alle Gegner nur auf ihn drauf herum. Weil sonst, wenn jetzt zum Beispiel die Gegner sich auf mich stürzen oder auf Baby Doll oder Machian, dann sind wir durch die Tür. Weil das können wir nicht aushalten, den Schaden, der dann reinkommt. So. Dann haben wir den Heiler. Ich glaube, die Rolle des Heilers ist, glaube ich, selbsterklärend. Der Heiler muss dafür sorgen, dass sowohl der Tank als auch die anderen am Leben bleiben. Bedeutet aber, dass auch der Heiler, sobald ein. Hat er zum Beispiel der Tank nicht den Gegner auf sich. Und der Heiler macht einen Heilzauber. Geht der Gegner sofort auf ihn. Bedeutet, dass der Heiler dann schneller umkippen würde. So. Das ist der erste Boss. Chopper. Deswegen sagten die wahrscheinlich auch von der Story hier, dass hier nur ein Kohl oder Kohl drin rumläuft. Weil der erste Boss ist ja hier so ein Kohl. Heute nicht auch mal, damit er seine Fähigkeiten macht. Denn das, was ihr gerade auf dem Boden gesehen habt, das ist die Fähigkeit des Gegners. Das heißt, er hätte jetzt alle Leute um sich herum getroffen mit der Fähigkeit. Hätten Shadow und ich den nicht eben betäubt. So, wir kriegen hier Beute. Das sieht gut aus. Ich mache mal Bedarf. Wir müssen ja sowieso so ein bisschen. Ja, das brauchen wir nicht. Wir sind kein Magier. Wir brauchen ja ein bisschen Ausrüstung hier. So, ja, und dann gibt es noch die DDs, die Damage-Spieler, das sind wieder.
Und unsere Aufgabe ist es einfach, Schaden zu machen. Also wirklich schön Schaden zu machen und den Gegner einrichten. Natürlich ist es bei uns auch die Pflicht zu schauen, nicht den Gegner anzugreifen, bevor der Tank den nicht angegriffen hat. Weil das Problem ist, tun wir das, ziehen wir natürlich den Gegner auf uns. Also im besten Fall läuft eigentlich immer der Tank voran. Da wir aber jetzt in der ersten Instanz, also in den ersten Dungeon überhaupt hier drin sind. Und wie zum Beispiel Mokyan. Mokyan ist nicht Level 16, und die wird schon oft sehr viel höher als die Level, ja? Die manche dann halt auch. Weil die Sache ist, es gibt ja hier sowas wie den Zufallsfinder, also den Zufallsdungeon. Bedeutet, wir gehen, also ein bisschen Inhalt suchen, wie wir das gemacht haben. Drückt auf Zufälle, zufällig. Und dann wirst du mit Gegnern und mit Leuten zusammengeschmissen. Irgendein zufälliges Dungeon. Und in den meisten Fällen wirst du dann zurückgestuft auf eine bestimmte Stufe. Also wie wir auch. Wir sind hier auf Stufe 18 zurückgestuft worden. So. Geht doch mal wieder jemand, der nicht würfelt. Sonst hätten wir schon die Kopfdinger da. Schutzbrille. So. Und deswegen kommen wir manchmal auch Spieler mit Level 18 und so weiter rein. Was natürlich für die auch eine Vergütung gibt. Also bei den Level 80ern geht es natürlich nicht um Erfahrung, sondern da geht es um sowas wie Marken. Also es gibt auch so bestimmte Marken, mit denen man Ausrüstung eintauscht, also die man Ausrüstung eintauschen kann. Die Materialien. Und wir sind schon wieder Level up. Sehr schön. Level 25. Wir können den nächsten Job aufpacken, können wir eingehen. So, ich versuche auch so ein bisschen Ausrüstung mitzunehmen. Also nicht deswegen mache ich hier normalerweise passig. Einfach damit wir die verkaufen können. Da hat schon hier immer noch nicht jemand gewürfelt. Kann jemand nicht gucken, wie er noch nicht gewürfelt hat? Also wir können bestätigen, dass der Verdacht, dass die Sascha-Höhle ein Piratenversteck war, können wir bestätigen. Weil zu Anfang, klar, das sah erst nach einer wilden Höhle aus. Du hast da ganz normal diese Wassermonster, die Muscheln und natürlich auch den Kohl. Oder Köhl, ich weiß nicht, wie man das Ding ausspricht. Köhl, so, wo wir auch gesagt hatten, das ist vielleicht so die Höhle des Köhls oder etwas. Oder? Aber, als der Köhl ja besiegt wurde, haben wir ja den Geheimgang gefunden. Ja, man sieht an Mokyan, dass sie vorangeht. Das ist einfach so, ist eine Level 80 Heilerin und die will natürlich, weiß natürlich, wie sie heilen muss. Und kann dann zum Beispiel auch einen Tank, jetzt wie Shadow Fox, relativ gut und schnell hochheilen. Ist halt so ein Erfahrungsding. Haben natürlich auch Leute, die jetzt Level 60 wäre jetzt hier und können hier hinten, weil die schon vorher Erfahrung mit sowas hatten. Ist halt immer auch so eine Form von Erfahrungssache, wie man spielt. Hätte ich außerdem beinahe den Plünderer angegriffen. Vor allem, was ich an Final Fantasy 14 auch liebe, ist, dass sie für jede Situation einen Elite haben. Also das Team, was wir jetzt gerade zum Beispiel hören, das ist extra für diese Zwischenbosse von Elite, halt alles außer die Endboss. Der Endboss hat zum Beispiel eine andere Anwendung. Das Problem, was ich jetzt gerade habe mit dem Bosskämpfer, ist, dass wir keine Attacke haben, die auf alle geht. Also, wo man jetzt alle mit angreifen könnte. Oder haben wir schon einen Attack, ich muss die beim Lehrer lernen? Nö. Wir haben noch Arm des Zerstörers. Ja, wir haben die Brille bekommen. Können wir sogar aufsetzen. Yeah. Na gut, wir haben die auch Abenteurerbilder so.
Baby Doll hat ein paar gefilmte Ohrringe bekommen. Hopp, hopp. Was, Baby Doll hat... Bringt eure Truhe raus? Was ist denn das? Bringt eure Truhe raus? Wieso wird mir das nicht angezeigt hier? Ich hoffe, das kann ich nicht. Ah, Erfahrungspunkte 30, ich komme noch vor. Ah, okay. Das war ein bisschen irritierend gerade. Ich glaube, Stufe 30 können wir unsere Klasse erweitern. Und zwar können wir den Großkämpfer zum Mönch machen. Das Problem ist einfach, dass ihr das aber nicht auf Stufe 30 werden könnt. Weil du musst einen bestimmten Story-Abschnitt bis dahin erledigt haben. So. Und ich glaube, da sind wir noch ein ganz Stück voll entfernt. Deswegen hatte ich mir überlegt, wir machen noch eine zweite Klasse, um da ein bisschen entgegenzuwirken, aber... Die zweite Klasse wird uns mit Level 16, Level 60 erst entgegenkommen. Und wir haben auch die Rüstung bekommen, so. Oh. Oh. Au. So. Ja, wie gesagt, wir müssen die Gegner jetzt leider, die Leute leider ein bisschen warten lassen. Meistens wird man nach 15 Sekunden schließt sich dann die Mauer. Und im Grunde kommt man dann wirklich rein. Aber in den meisten Fällen kannst du dann die Kindsfälle portieren lassen. So, da wir aber hier eine Let's Play-Aufnahme haben, ist ja wohl klar, dass ich die Videosequenzen durchlaufen lasse. Was nicht so schlimm scheint, ist, dass diese Dinger hier mit dem... Das war's. Wir haben schon wieder ein Level. Alter, wir sind schon wieder ein Level. Puff. Yeah. In unserer schicken neuen Brille. Und wir haben Arm des Zerstörers gelernt. Gier. Ach, du möchtest bewertet werden, Baby Doll, ne? Ja, hier, bitteschön. Wertet heißt wertvoller Spieler. Man kann die dann bewerten. Und dafür gibt es meistens auch noch so einen Agenda-Erfolg. So. Ne, wir kommen natürlich hier wieder raus. Okay. Jetzt haben wir ein paar Sachen wieder erhalten. Die können wir schön verkaufen. Naga. Lass mich doch erstmal hier ankommen. Es ist zwar nervig für die... Du fährst eine physische... Alle umstehenden Gegner aus. Oh. Ah, okay. Wir haben eine Attacke für alle. Wo wir jetzt gerade von geredet haben, ne? So. Oh, wir haben wieder 3000. Leute, wir können uns teleportieren. Das hört sich so bescheuert an. Wir sind nicht mehr arm. Wir sind keine armen Schweine mehr. So gut, jetzt noch den hier. Und dann müssten wir eigentlich unser Buch fertig haben, also unsere Stufe 20. Wir sind Level 26, Leute. Wir haben eine Stufe 5 zumindest und wir sind 11 Level drüber. Nein, Velode, wie konntest du nur? Du hast den Gegner besiegt, den ich brauchte. Mann. Ich bin... Mann, die hat alles zerstört, die wir brauchten. Muss ich warten. Oder laufen hier draußen noch welche rum? Nee. Da gehe ich jetzt bestimmt nicht. Ich meine, uns fehlt, glaube ich, hier nur noch der eine. Einer fehlt uns hier. So, wir können aber mal gerne mal gucken, was wir denn so bekommen haben. Jetzt an Ausrüstung. Guck mal, die könnten wir auch eigentlich an die verkaufen. Das hier zum Beispiel ist für... Das könnten wir uns eigentlich auf unsere Ausrüstung draufpatschen.
Mal überlegen, aber dafür muss man. Haben wir Prisma nicht bekommen, doch, ich wollte gerade sagen. Wir könnten sogar gleich einfach mal ganz stumpf in unsere Dings gehen. In unsere Herberge. Und dann kann ich euch das zeigen, wie das mit dem Kosmetika geht, wie das mit dem Projektion geht. Aber erst einmal müssen wir warten, bis hier nochmal verrottende Edelmänner hier auftauchen. Hoch da. Toll. Ne. Mann. Geht's ziemlich tief runter. Aber hier ist auch der Herr, den wir brauchen. Hallo. So. Bam. So. Yay. Geschafft. So, jetzt beamen wir uns zurück. Wir geben Geld aus dem Beam. Die färbigen Rüstungen, also dieses grüne Ding und so, die Sachen würde ich eigentlich sehr gerne erstmal behalten, weil das jetzt schläge ich ja später. Natürlich kann es sein, dass wir die verkaufen müssen irgendwann wegen Platz, weil irgendwann geht einem ja auch der Platz aus in den Taschen. So, was machen wir? Können wir eigentlich alles auf einmal machen? Wir können zu Badaron jetzt gehen, abgeben und dann können wir da an die Herberge kurz rein, dann erkläre ich das sofort. Dann können wir mal gemeinsam den Charakter so ein bisschen umgestalten. Bei der Frisur weiß ich jetzt nicht, ob ich die jetzt schon ändern möchte. Weil gefällt mir eigentlich. Wir können aber mal zusammen gucken. Vielleicht fällt uns ja noch was auf, wo wir sagen können, okay, das würde ich gerne nehmen. So, aber die Achterburg habe ich noch nicht freigeschaltet. Ne, wir müssen zur Achterburg erstmal laufen. Da ist nämlich das Ganze. So, wir haben das Bestiarium Stufe 3 freigeschaltet. Bestiarium Stufe 3 ist allerdings jetzt verschiedene Gegenden. Also da müssen wir wirklich durch die verschiedensten Gegenden laufen. So. Ich habe vorhin frisch gegessen, habe mit so ein bisschen Schmelzkäse auch drauf gehabt. Und klebt jetzt ein bisschen was im Bart hier, habe ich gerade gemerkt. So, Badaron. Ei, einen solchen Auftrag wurde ausgeschrieben, aber ich fürchte, das Schiff hat abgelegt. Hi. Bist du etwa die Orbentorin, die uns den Auftrag vorhin weggeschnappt hat? Kann sein. Der Schiff wird also nicht nur abgelegt, sondern ist sogar schon wieder sicher in den Heimathafen zurückgekehrt. Glückwunsch. Nur schade, dass wir diese Fahrt verpasst haben. Ach, mach dir keinen Kopf. Die nächste Gelegenheit kommt bestimmt. Das stimmt natürlich. Aber wir müssen uns ordentlich ranhalten, wenn wir unsere hochgesteckten Ziele erreichen wollen. Ja genau, ich will endlich groß rauskommen. Wir haben uns vorgenommen, große Heldentaten zu vollbringen, über die Baden ganz Eosea singen werden. Zukünftige Generationen von Abenteuern wollen wir ein glorreiches Beispiel abgeben, dem sie nacheifern können. Und du, was ist dein Ziel? Ob groß oder klein, du brauchst einen Stern, nach dem du greifen kannst. Das gibt dir die Kraft, harte Zeiten zu überstehen, denn mit einem leuchtenden Ziel vor Augen hältst du in jedem noch so finsteren Sturm den Kurs. Das, wofür du kämpfst, gibt dir die geistige Stärke und wird zu deinem Schutzschild im Angesicht der Gefahr. Denk an meine Worte. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Warum ich den jetzt so retarded gesprochen habe, ich habe keine Ahnung. Ciao. Schön, dich wiederzusehen. Wie lief die Höhenerkundung? Also, das und das und das und das. Deswegen ist es schade, dass der Charakter nicht sprechen kann. Die Sahagin wollten also tatsächlich in das Hastascha-Höhle einnisten. Das schmeckt mir gar nicht, ganz und gar nicht. Das muss Admiral Merritt gleich wissen. Aber zuerst gebe ich dir natürlich deine Belohnung dafür, dass du dich in die Höhle gewagt hast. Danke für deine Hilfe. Du bist einem guten Ruf mehr als gerecht geworden. Hast du vielleicht Interesse an einem weiteren Auftrag? Die Abenteuergilde von Tritania hat mich nämlich gerade erst gebeten, ihr ein paar fähige Abenteurer zu empfehlen. Normal ist auch Regeln, die Waldbewohner hereingelegen, lieber selbst. Aber vermute ich, dass die Lage ernst ist. Worum es auch geht, dich kann ich mit gutem Gewissen empfehlen. Also leg's dir und melde dich bei mir, falls du Interesse hast. Alles klar. Und zack. Unsere Belohnung erstmal. Dam, 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 dam. Gruppensuche nun verfügbar.
Und schon wieder ein Level. Holy shit, ey. Das ist eine Stufe 15 Mission. Wir sind Stufe 27. Ah, ich sehe schon, dich juckt das in den Fingern nach der nächsten großen Herausforderung. Also, hör zu. Die Abenteurergilde in Gridania hat uns gebeten, einige fähige Abenteurer für eine besondere Aufgabe zu empfehlen. Mit genauen Informationen wollten die Geheimskrämer nicht herausrücken. Aber allein die Tatsache, dass sie sich an uns gewandt haben, deutet auf den Ernst der Lage hin. Egal, worum es geht. Nach deiner Leistung in der Sastasha-Höhle kann ich dir mit guten Wissen empfehlen. Also los, viel Erfolg. So. Wir gehen jetzt ins Gästezimmer. Und ich zeige euch jetzt erst einmal die ganzen Sachen. So. Vor allem, weil der Haarschnitt uns 2000 kosten wird. Aber wir haben ja noch den Dings. So, wir holen erstmal den Kosmetiker. Das ist unser verrückter Typi, ne, den wir schon bereits kennengelernt haben. Ja. Ja, da steht nur, dass man während des Dings natürlich nicht chatten kann. Das ist irgendwie ein bisschen verständlich, ne? So, da sind wir. Wir werden auch ein bisschen nackt drumherum. Und können jetzt hier Haar, Frisur, Haarfarbe, Augenbrauen, Lippenfarbe, Gesichtsmerkmale, Tattoos, Merkmale und hinzufügen. So, zum Beispiel Frisuren. Ich weiß, mir gefällt unsere, die wir jetzt gerade haben. Ich meine, die hat ja auch irgendwie was, ne? Dass wir auch nochmal so ein bisschen lange Haare mäßig. Die hatte ich mir eigentlich auch gedacht, so die Frisur. So. Nein. Das sieht schick aus, ne? Obwohl, das muss ich sagen, das gefällt mir sehr gut als Kämpferin. Ich glaube, die behalte ich mal. Die Haarfarbe bleibt natürlich auch alles. So. Na, wir müssen natürlich den Güteschein einlösen, weil in Gilbe zahlen ist gerade ein bisschen bescheiden. Also ich finde, wenn wir jetzt so eine Boxkämpferin haben, ist eigentlich so eine Kurzhaarfrisur relativ gut. So. Und jetzt kommt die Projektionskommode. So. Da müssen wir erstmal Sachen reinlegen. Und da wir einige Sachen ja bekommen haben schon, durch Pakete und hast du nicht gesehen, wir haben sogar noch die Lalafell-Tunika. Packe ich erstmal das rein, was wir bekommen haben. So, das, die Strife-Rüstung, projizieren, das kostet jedes Mal ein Projektionsprisma. Wir können also 12 Sachen reinlegen. Ich würde sagen, das reicht für unsere Rüstung, die wir so bekommen haben. Strife-Hose. Wildrosen-Reiterhose. Tantalus-Reiterhose. So. Dann noch hier die Strife-Stiefel. Die Wildrosen-Stiefel. Das heißt, für das nächste Mal müssten wir uns sowas wie Projektion kaufen. So. Und jetzt können wir uns hier nämlich Sets zusammenstellen. Erstmal hier die Brust. Dann haben wir das. Manche kann man auch umfärben. Dieser Punkt bedeutet, dass man es umfärben könnte. Das heißt, wir könnten es jetzt. Wir haben nur Farbtöpfe. Hier so zum Beispiel in so einem Gelb umfärben. Oder in einem Babyblau. Ich denke mal, wir nehmen das mal. Das hat natürlich auch was, aber das ist. Ich denke mal, wir werden erstmal das Wildrosen-Set nehmen. Bis wir vielleicht mal irgendwann schönere Klamotten kriegen. Aber dann haben wir wenigstens so ein Set, was man wenigstens benutzen kann. So. Das benutzen wir auch. Dann zack. Schon sehen wir danach aus. Vor allem mit der Brille. So. Ja, dann würde ich sagen, wir bienen uns mal nach Gridania. Um mit der guten Moyen zu reden. Und uns dann in die nächste Schlacht zu stürzen, ne? In den nächsten Dungeon. Ah, oh Gott, ich bin immer noch so ein bisschen so, nee. Einfach weil wir jetzt Level 27 eine Mission von Level 15 haben. Ich meine, das wird dann dazu führen, dass wir später recht gut unseren Faustkämpfer erstmal liegen lassen können. Dann wir mit Level 60 unsere nächste Dings nehmen, unsere nächste Klasse. Aber ich sehe. Ich bin einfach verwöhnt, ja. Also ich muss dazu sagen, ich spiele derzeit selbst noch einen Charakter,
Und das ist ein bisschen ausgeglichen. Da ist meine eine Klasse, die ich für sowas wie Dungeons nehme. Ist jetzt, glaube ich, gerade Level 62. Mein, den ich für das PvE, also für das normale Story nehme, ist 58. Und ich bin jetzt auch gerade bei so einer Stufe. Nee, der ist Quatsch, der ist fast. Das Level 60. Ne? Ich bin jetzt gerade in 58er Stufe Level. So. Nimm doch Platz. Du wirst sofort bei. Oh, du bist nicht hier, um zu speisen. Dann bist du vielleicht die Abenteurerin, die uns von Badaron empfohlen wurde. Wunderbar, ich habe aber schon auf dich gewartet. Wenn du möchtest, kommen wir gleich zur Sache. Aber atme erstmal einen Tief durch. Du hast eine lange Reise hinter dir. Nicht wirklich. Ich bin mit Dings gereist. Alles gut. Gut, wenn du bereit bist, können wir ja mit der Einsatz besprechen. Verzeihung, Millionen, ich störe nur ungern, aber die Zeit drängt. Hat sich immer noch kein Freiwilliger bereits gemeldet? Ah, guten Abend, Herr Levin. Wie schön, dich zu sehen, auch wenn der Anlass deines Buches einen trüben Schatten auf unsere Begegnung wirft. Doch, du kommst gerade recht. Diese tapfere Heldin wird sich unseres Problems annehmen. Oh, das freut mich für wahr. Danke, dass du uns helfen willst. Ich bin Levin, der Kommandant von Nofikas Schar. Und als solcher für den Schutz Gridanias verantwortlich. Verzeih mir, wenn ich mich kurz fasse, aber die Zeit rinnt uns zwischen den Fingern. Mitten im tiefen Wald liegt eine unterirdische Begräbnisstätte, welche der Totenacker Tamtara genannt wird. Sie wurde vor vielen Jahrhunderten zur Zeit von Gelmora angelegt. Doch auch wir Gridania haben dort unsere Toten bestattet. Bisher war es stets ein Ort des Friedens und der Ruhe. Nun, jedoch gibt es Hinweise darauf, dass sich Anhänger eines dunklen Kults in der Anlage herumtreiben. Augenzeugen berichten lassen darauf schließen, dass es sich bei den Kultisten um die sogenannten Jünger Dalamuts handelt, die während der siebten Katastrophe plötzlich aufkamen, um den Mut Dalamut anzubeten. Sie wollen das Werk der Zerstörung, das ihr Gott begonnen hat, in seinem Namen vollenden. Da verschrecken sie vor keiner Grausamkeit zurück. Unter normalen Umständen würde es natürlich die Nofikas Schar obliegen, die Jünger Dalamut zu vertreiben, und liebend gern würden wir ihn umgehen und meinen besten Leute auf den Hals setzen. Aber die Katastrophe hat unsere Reihen stark dezimiert, und die wenigen Überlebenden sind damit beschäftigt, die Ixal in Schach zu halten. Ixal sind vogelartige Wesen, die zu den wilden Stämmen gezählt werden. In letzter Zeit drücken sie uns ganz schön auf die Pelle und gönnen uns keine Verschnauspause. Da unsere Einsatzkräfte gebunden sind, sind wir auf die auswärtige Hilfe angewiesen. Du wurdest uns wärmstens empfohlen. Deswegen habe ich Vertrauen zu dir. Bist du bereit, dich um die Jünger Dalamut zu kümmern? Bleibt man nicht so rübig, ne? Danke, damit fällt mein Stein vom Herzen. Das wird kein Kinderspiel, sage ich dir. Also bereite dich gut auf den Einsatz vor. Geh dann zum Totenacker und sprich mit den Soldaten von Nofikas Schar, der dort am Eingang steht. Er wird dir weitere Informationen geben. Viel Erfolg. Pass gut auf dich auf, hörst du? Möge der Urkristall dich leiten. Ich gebe mein Bestes. Bläh. So, mit dem Soldaten Totenacker von Tamtara. So, wo ist das denn? Das ist im tiefen Wald. Das heißt, guck mal, wenn wir jetzt hier eigentlich geradeaus durchlaufen, kommen wir zum tiefen Wald, wie es aussieht. Wir gehen mal hin da. Wir gehen einfach mal hin da. Oh Gott. Einmal laut gegähnt. Den tiefen Wald entdeckt. So. Eileen Storm. Frank Tank. Ernsthaft. Gira Aradin. Clive Stark. Gut. Wir können eigentlich kurz mal hier rumgehen. Schöner wohnen in Gridania, Neani. Und uns kurz harmonisieren, bevor wir weiterlaufen zum. Totenacker. Hier werden wir jetzt keine Gegner finden, die wir fürs Beste herum brauchen, denn unsere Gegner, die wir jetzt haben, sind alle über Stufe 20. Und ich glaube, das ist eine Zone, die nur bis Stufe 20 geht. Und dann ist es über Stufe 20. Kommt also nicht viel drum herum. Ah, mal dieses Laufen, ne? Immer dieses Laufen. Und Hallöchen. Gutes Wieselgrund.
So. Vondal Battlebeard. Ich habe keine Ahnung, was Arrow Ward und Vondal Battlebeard da machen. Die haben wahrscheinlich gerade Langeweile. Ich habe keine Ahnung. Lassen wir die beiden mal ein. Feywheel Powers. Ich meine, ja klar, man muss einem muss erstmal so einen Namen einfallen, ne? Also den man gerne macht. Ich meine, viele nehmen zum Beispiel auch gerne die Charaktere aus irgendwelchen Animes oder anderen Games, die sie gerne mögen und so. Ja, wieder andere nehmen ja irgendwelche bekloppten Namen wie, keine Ahnung, Hammerkopf oder so. Um es mal doof zu nennen. Aber sonst. Ich meine, wir haben jetzt auch nur unseren Namen, weil es einfach zum Let's Play gehört. Und man Bescheid weiß so, wenn man jetzt so auf uns zukommt. Der Beweis, aha, das ist ein YouTuber, der nimmt hier gerade auf. Da muss ich vielleicht ein bisschen gucken und vorsichtig sein. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Da lang. Gut, hier runter. Stufe 12. Ah, guck mal, hier sind sogar unsere Freunde vom Dings vorhin. Von Balaron. So, hallo. Ja, hier laufen wir offenweise. Ich sehe schon ein tolles Grab. Hier offenweise fexte Gerippe rum. Damals sind fanatische Verköpfe, die den Weltuntergang verherrlichen. Soweit wir wissen, traten sie zuerst gegen Ende des sechsten Ära des Lichts in Erscheinung. Als der Mond Danamut auf Ayasea zuraste, sahen sie in ihm einen Erlöser, der ihren weltlichen Leiden ein gnädiges Ende bereiten und die Welt säubern würde. Du kannst dir vorstellen, wie enttäuscht sie waren, als Salamut in tausend Stücke zerbarst, bevor er auf ihr sehr einstürken konnte. Eigentlich könnte man erwarten, dass sich die Angelegenheit damit erledigt hätte, aber ganz im Gegenteil steigerte das den Hass der Kultisten. Die Jünger Danamuts sehen sich durch die Helden von Cardano um ihre Erlösung beraubt und sind dafür auf Rache. Ich weiß nicht, was sie im toten Akatamtara treiben, aber das ist ganz gewiss nichts Gutes. Bitte vertreibe die Kultisten aus der Grabstätte und schenke den Toten ihre wohlverdiente Ruhe. Bang! Totenakvatara ist zugänglich. Aber ich sehe, wir haben gerade fast schon 45 Minuten. Das machen wir nicht mehr heute. Das machen wir beim nächsten Mal. Am besten gehe ich jetzt einfach gleich in die Suche. Und wenn wir die Suche gefunden haben, schmeiße ich die Folge wieder an. Ihr schmeißt einen Daumen auf das Video. Denkt daran zu abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns in den Totenakvatara stürzen. Also, bis dahin. Ciao, ciao.